Ob auf Sharing-Plattformen wie Confluence oder anderen Publikationssystemen, Quarto macht Wissen wirklich zugänglich. Heute tauchen wir ein in eine innovative Plattform, die das wissenschaftliche Publizieren revolutioniert, Quarto. Genau, mit Quarto kannst du deine Forschungsergebnisse nicht nur präsentieren, sondern auch interaktiv erforschen und teilen. Es ist wie ein Spielplatz für Forschende und Kreative gleichermaßen. In diesem Video schauen wir uns also an, was ist Quarto eigentlich genau? Welche Möglichkeiten bietet Quarto für die Veröffentlichung von Inhalten? Welche Art von Inhalten kannst du mit Quarto erstellen und welchen Nutzen bietet die Plattform dabei? Und wie funktioniert die Zusammenarbeit mit anderen Plattformen und mit verschiedenen Programmiersprachen in Quarto? All das klären wir jetzt. Was ist Quarto eigentlich genau? Quarto ist eine flexible Plattform für wissenschaftliches Publizieren, die es ermöglicht, Inhalte entweder in Jupyter Notebooks oder im Markdown-Textformat zu erstellen. Sowohl die Jupyter Notebooks als auch die Auszeichnungssprache Markdown haben wir dir schon in unseren früheren Videos gezeigt. Schau dort gerne nochmal vorbei. Die Plattform basiert auf dem Konzept der browserbasierten Notebooks. Das ermöglicht es dir, sowohl Code als auch Text in einem Dokument zu schreiben. Dadurch wird es für dich zum Beispiel leichter, komplexe Modelle in deine Dokumente einzubetten. Und du kannst dadurch interaktive Visualisierungen erstellen. Wie das Ganze aussehen kann, zeigen wir dir gleich in einem Beispiel. Doch zunächst bleibt noch die Frage: Welche Art von Inhalten kannst du mit Quarto erstellen und welchen Nutzen bietet dir die Plattform dabei? Mit Quarto kannst du ganz unterschiedliche Inhalte erstellen. Darunter wissenschaftliche Artikel, Präsentationen, interaktive Dashboards, Websites, PDFs, Blogs und sogar ganze Bücher. Für alle Formate gibt dir Quarto Starter-Guides und Templates mit an die Hand, durch die du schnell mit der Bearbeitung starten kannst. Schauen wir uns einmal an, wie du zum Beispiel ein Buch mit Quarto erstellen kannst. Das Buchformat ist ähnlich wie eine Website, über die du auf die verschiedenen Kapitel zugreifen kannst. In unserem Beispiel nutzen wir dafür die Entwicklungsumgebung Visual Studio Code, einen Open-Source-Editor, mit dem du deinen Code schreiben kannst. Wie schon erwähnt, kannst du Quarto auch in anderen Umgebungen nutzen, wie zum Beispiel Jupyter Notebooks oder RStudio. Um ein Buch zu erstellen, kannst du dir den Book Guide von Quarto anschauen. Dort findest du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für verschiedene Umgebungen. Für Visual Studio Code kannst du eine integrierte Quarto-Erweiterung installieren und mit dem Befehl Quarto Create Project ein neues Projekt starten. Dadurch werden automatisch Dateien erzeugt, die du für die Erstellung benötigst. Das Ganze kannst du dann weiter nach deinen Bedürfnissen anpassen. Hier erstellen wir zum Beispiel ein Buch zu einem Python Beginner Guide. Im index.qmd-File kannst du deine Startseite bearbeiten. Außerdem kannst du dir über eine Preview anschauen, wie deine Website bzw. dein Buch später aussehen wird. In der Konfigurationsdatei im YAML-Format kannst du deine Website strukturieren. Du kannst neue Kapitel erstellen oder ein vorgefertigtes Theme von Quarto nutzen, um deine Seite mit einem passenden Layout zu gestalten. Es gibt außerdem viele verschiedene Möglichkeiten, deine Projekte interaktiv zu gestalten. Für die Installationshinweise können wir den Befehl Panel Tabset nutzen, um automatisch ein Menü zu erzeugen, das zwischen den Installationsanleitungen von Linux, Mac und Windows wechselt. Mit diesem Prinzip kannst du alle Formate in Quarto aufbauen, also zum Beispiel auch die Webseiten oder die wissenschaftlichen Artikel, und so leichter nachnutzen und mit anderen teilen. Gerade bei wissenschaftlichen Publikationen ist es ein echter Gamechanger, wenn du nicht nur deine Publikation veröffentlichst, sondern auch den Code, den du dafür programmiert hast. Andere können dann damit weiterarbeiten und das schafft reproduzierbare Ergebnisse. Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit anderen Plattformen und Programmiersprachen in Quarto? Quarto ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit mit anderen Plattformen und Programmiersprachen wie Python, R und Julia.
Dadurch eröffnen sich mehr Möglichkeiten für Datenanalyse, Visualisierung und Zusammenarbeit. Und vergiss nicht den Wissensaustausch. Mit Quarto kannst du deine Ergebnisse nicht nur für dich behalten, sondern wenn du möchtest, auch mit deinem Team und der ganzen Welt teilen. Ob auf Sharing-Plattformen wie Confluence oder anderen Publikationssystemen, Quarto macht Wissen wirklich zugänglich. Das war unser kurzer Einblick in Quarto. Probier Quarto doch selbst aus und schau, wie du Quarto für dich nutzen kannst. Lass uns gemeinsam wissenschaftliches Publizieren neu denken und immer auch mit den anderen teilen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns gerne einen Daumen nach oben und vergiss nicht, unseren Kanal auch zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.